So, ist immer viel zu viel. Dafür habe ich nicht genug. Das habe ich zu wenig Kreaturen. Dich will ich nicht haben, weil du bist ein Goblin. Dich finde ich nicht nützlich. There is a Frenzied Rage. Saga will ich nicht haben. Invoke Divine, Keldon Overseer. Wenn das gekickt ist, ist der ganz geil. Wizard's Lightning will ich eigentlich nicht haben. Dich will ich eigentlich haben, weil ich dich nicht nützlich empfinde. Du machst keinen Angriff aus. Superior Invention, Fire Elemental. Du bist eigentlich ziemlich teuer für dafür, dass du wenig bringst. Da reicht einer. Dich werde ich auch noch rausnehmen. Habe ich halt kein Einser Kreatur. Ich habe jede Menge Zweier Varianten meiner Meinung nach. Wie sehen meine Länder aus? 9-8 halte ich für ausgeglichen. Frage, ob ich nur das Fire Elemental jetzt rausnehmen will. Dann habe ich halt nur noch den hier als große Kreatur. Leider ein bisschen kacke ist. Eigentlich will ich den schon drin lassen. Ich nehme lieber Juggernaut raus, weil er mir nicht so wahnsinnig viel bringt. Das hört sich geil an, aber das ist ziemlich teuer. Das ist eigentlich nur eine Kombo mit Powerstone, schaut, wo ich den gut spielen kann. Klar mache ich mir eine Arbeit. Ich muss das ja sinnvoll zusammenstellen, kann ich hier einfach irgendwas anklicken, ja? Und wie gesagt, das ist halt Draft-Spaß. Das ist halt der Spaß an Draft, ein neues Deck zusammenzustellen und zu gucken, dass das passt. Dich will ich nicht haben. Du hilfst mir nicht so viel, außer dass ich da irgendeinen Artefakt enttappen kann. Ich habe nicht so viele Artefakte, die ich sinnvoll enttappen kann. Ach doch, Moment mal. Also nee, habe ich eh rausgenommen, den Juggernaut. Den Juggernaut habe ich ja rausgenommen, deswegen passt es schon. Willst du das mal lassen? Versuchen wir uns mal. Ich glaube, die ersten zwei Runden, die wir heute gespielt haben, die Decks, die waren deutlich kompetenter. Wir haben ein bisschen Glück gehabt mit den Sachen, die wir zusammen gedraftet haben. Ich hoffe, den Gegner geht so ähnlich. Er war relativ früh auf Weiß-Rot committed. Was dann bedeutet hat, dass ich schwierig. Aber ich wieder nur 2 Mana. Ich kann relativ viel spielen mit 2 Mana, aber. Das bedeutet, dass ich viele schwarz-grün-blaue Sachen nicht nehmen konnte, die mir angegeben wurden. Ach, verdammt. Wenn halt den Chatbot vergisst. Das ist leider GG. Der hat nicht mal Mana gespielt, der Dude? Wie hat der nicht mal Mana gespielt, der Dude? Oder hat er einfach gepennt? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich spiele erstmal zu der Szene aus, sicherheitshalber. Weil ich Angst habe, dass der irgendeinen Quatsch macht. So. Die müssen nicht aufladen, mein Lieber. So, hier, Quack. Das wollte ich. So. Combat Attack. Der hat irgendwas, das er spielen kann. Sonst würde ich mich hier nicht unterbrechen. All Attack. First Strike Damage. Damage. Ah, okay. Es ist nichts. Okay, hat es behalten. Und dann gezogen. Okay, normalen Damage. Und jetzt können wir hier noch was spielen. Ja. Hexproof von Black sieht ja witzig aus. So, und Ende. Wer nicht angreifen wird, kann ich auch auf Pass Turn gehen.
Weil ich den Firmen Strike nicht spielen möchte, nur weil er... Ich hab doch ein paar Spuren gemacht, Mensch. Ich hab keinen Mana gezogen. Fuck. Ich hab keinen Mana gezogen. Das ist Kacke. Auf bei 4 geht's jetzt erst richtig los. Ja, komm schon. Sehr schön. Vigilance und Lifelink. Würde ich ihm. Oder will ich ihm halt was kaputt machen? Kann ihm auch ein Land zerstören. Ich glaube, das mache ich mal. Das Land nehme ich. Was mit? Will ihn mal aus der Kurve bringen. Was ist hier los? Es ruckelt die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss mal irgendwie das Spiel neu starten oder so. Was sagt denn meine Leistungskurve? Meine Leistungskurve ist eigentlich alles in Ordnung. Sowohl CPU als auch Memory, also alles. Disk ist alles fein. Komisch. Das Spiel scheint sich ein bisschen zu verschlucken, wenn man das so lange spielt. Du bist aber kein Wizard. Das wäre jetzt nur noch blau. Du hast kein Rot-Mana mehr. Sprich, alles, was Rot-Mana ist, kannst du nicht spielen. Das finde ich eigentlich gerade ziemlich nice. So, und wir kriegen hier jetzt Lifelink. Würde ich sagen, oder? Ja. Du? Es sieht so aus, dass ein bisschen was wird, ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht ein 5-Farben-Deck genommen, sondern ein 2-Farben-Deck und dann geht das schon. Jetzt habe ich halt hier First Strike, Vigilance und Lifelink, das ist mega stark. Könnte ich ihn sogar blocken. Und er kann mir genau einen Schaden machen, indem er das Ding tappt. Oh. Never mind. Meine Verzauberung ist weg. Also die ist mir auf die Hand zurückschickt. Damit ist die Verzauberung hier. So viel zu, es wird doch. Ich glaube, dann spiele ich jetzt den, mit der Mana bezahlen, um anzugreifen. Das ist nämlich super nervig. Und den kann ich blocken. Das war eine legendäre Kreatur. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass er legendär ist. Aber bei dem Namen. Bert Steward of Argive. Oder Bert? 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 Ich glaube Bert eher. Bisschen mehr A. Jetzt musst du halt Mana bezahlen, um anzugreifen. Mit beiden Angreifen ist es nur 3 Mana, wenn du irgendwas spielen kannst. Oder du machst halt gar nichts. Das ist weird. Das ist weird. Combat, Attack. Plus 1, plus 0 und First Strike. Er hat irgendwas noch, was er spielen kann. Das würde mich hier nicht immer unterbrechen. Wenn ich hier so lange warten muss, hat er irgendwas, was er spielen kann. Ich greife jetzt einfach mit allen an und gucke, was er macht. Ja, wenn er den jetzt versucht, damit zu blocken, gebe ich ihm hier plus 1, plus 0 und First Strike. Genau. Der stirbt sowieso. Ich ihm sogar Trample geben können. Na egal. Er hat nämlich schon First Strike. Macht er noch was? Okay, er countert den. Darf ich jetzt den noch spielen? Spiel ich halt den. Den. Ha! Ist eh der bessere Spell. Hast du noch einen Counter, mein Lieber? Wir counten hier die Counter-Counter. Jetzt habe ich noch keinen Mana mehr, um irgendwas anderes zu spielen. Aber dafür sterben beide so eine Kreaturen. Und ich krieg so noch Trampelschaden.
Weil das eine 4-4er wird dadurch. Und der muss fallen. Ja, der hat wirklich noch einen Counter. LOL. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Naja, also vorher noch getappt. Um mir noch einen Schaden zu machen. Oh, er will nächste Runde meine Kreatur töten, indem er den minus 5, minus 5 gibt. Das ist natürlich doof. Dann bist du erstmal ein Mana. Frage ist, welche Kreatur er töten will. Wenn ich die jetzt spiele, meint man, er ist tot. Nee, da hat er 5 noch. Moment mal. Ha! Hier, das, will ich noch irgendwas spielen? Nee, ne, ich muss ja 3 bezahlen, ich habe nichts mehr zum Spielen, ist egal. Hopp. Tschüss. Guck mal. Und ich habe ja Vigilance auf dem. Nichts hier mit irgendwelchen Artefakten, die meine Kreaturen zerstören, ja. Das kostet nur noch 1 Mana, aber die 6 Mana, die finde ich nicht lustig. Du kannst nicht mehr angreifen, weil du kannst das Mana nicht bezahlen, oder? Genau. Du musst einen Mana bezahlen, um anzugreifen. Du kannst nicht angreifen. Du hast gerade mein ganzes Mana ausgegeben, mein Lieber. Ah, das ist einfach ein bisschen befriedigend. Problem ist, wenn ich jetzt angreife, gewinne ich nichts. Aim of the Host, das Ding würde ich eigentlich schon gerne ausspielen. Aber es kostet halt ziemlich viel. Na gut, der macht mir halt einen Schaden. Das ist mir relativ egal. Wie gesagt, das Spiel scheint ein bisschen zu verschlucken. Muss ich gleich mal nach den Dingen zu starten. Ich habe gerade noch Spielaufnahme umgestellt. Vielleicht hilft das ja, keine Ahnung. Okay, Enchantment macht mir 3 Schaden. Und muss Mana bezahlen. Und kann ich den jetzt kickern? Ich brauche 7 zu kickern. Shit. Er hat aber Haste. So, ich könnte ihn angreifen damit. Aber das ist nur ein 3-1er, der kann einfach damit blocken. Spiel ich die wieder, würde ich sagen. Und dann spiele ich einen Helm of the Host. Und greift nicht mehr an. Ist nicht equipped. Warum triggerst du jetzt? Ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, das ist nicht equipped. Warum der überhaupt triggert, wenn er nicht equipped ist? Werde ich wahrscheinlich auf ihn equippen am besten. Kann ich für 5 Mana ihn verdoppeln immer wieder. Jede Runde. Durch die Kopien. Und ich könnte auch ihn verdoppeln. Das will ich aber eigentlich. Glaube ich nicht. Einfach mit ihm angreifen und ihn verdoppeln. Dann soll der Dame reintraden. Gegen eine 5-4er kann nämlich gerade nur mit einer Kreatur antreten und wenn ich die verdopple, hat ein Problem. Oder wenn ich einen Mana mehr ziehe, kann ich mir sogar... Oh ne, kann ich nicht, ne? Can't be targeted of spells or abilities your opponent's control. Dann kann ich mir aber die hier holen. Wenn ich den kickern kann. Die andere Option. Oh, guck mal. So viel dazu mit, er kann nur gegen, mit einer dagegen antreten.
Ich dachte eigentlich, ich muss mit allem blocken. Tja. Tja. Zwinge ich ihn jetzt zu einem dummen Trade? Oder versuche ich, seine Kreatur zu klauen und ihn damit anzugreifen? Ah, shit. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich kann einfach 3 Damage drücken, wenn ich die Kreatur von ihm klaue einmal, ne? Dann habe ich 4 zum Angreifen. Jetzt ist er tot. Ich bin blöd. Kickern. Ich will nicht den Trade machen. Ich glaube, ich kann ihn töten, wenn ich das hier alles ausgebe. Und seine Fliegende hole. Weil die kann er nicht selber nämlich nicht blocken. Und er hat keinen Mana, um irgendwas zu machen dagegen. Warum? So. Die hätte ich gerne. Er hat nur 3 zum Blocken und ich kann mit 4 angreifen. Also er kann eine Kreatur nicht blocken und jemand hat er verloren. Das habe ich überlegt. Revenger. Ich war schon einen Schritt weiter. Der Trade hätte mir halt das Spiel nicht gewonnen. Das hätte mir gerade das Spiel gewonnen. Deswegen sage ich mal, man darf nicht zu schnell spielen. Der hatte eine Kreatur zu wenig zum Blocken. Sehr schön. Und hat nur ein Leben gehabt. Durch seine eigene Kreatur, die er nicht blocken kann. Weil sie fliegend ist. Deswegen ist nicht böse gemeint, aber der Trade wäre cool gewesen und den hätte ich wahrscheinlich gemacht, hätte er nicht die zweite 4-5er ausgespielt. Weil jemand, wo die zweite 4-5er draußen hat, kann ja meine beiden starken Varianten vernichten. Und dann habe ich nur noch meine schwächeren Kreaturen und dann komme ich unter Umständen in Schwierigkeiten. So, jetzt haben wir jetzt 2 Mountains. Oh, nee, da müssen wir auf jeden Fall einen Mulligan machen. Das sieht besser aus. Wir haben noch einen Fervent Strike, brauchen wir aber nicht. Wir haben schon einen auf der Hand. Schwimmen erstmal hier. Okay, der Don't ist gerade nützlich gerade nichts und ich habe einen First Strike danach. Und du hast keine First Strike-Kreatur. So, ich wollte eigentlich mein Spiel neu starten, weil das anscheinend ein bisschen rumleggert. Ich spiele, glaube ich, nicht so viel dieses Spiel 5 Stunden am Stück. Geht das First Strike davon? Nee, von daher ist mir Wurst. Ich habe First Strike. Ist trotzdem tot, wenn du jetzt angreifst. Mach's auch nicht. Gute Junge. Aber ich kann angreifen. Nee, kann ich nicht, weil dann macht er mir 3 Damage. Das wäre eine dumme Idee, wenn ich angreifen würde. Das ist wieder ein Mexican Standoff. Weil er mir dann mehr Schaden macht als ich ihm. Und ich habe keinen Lifelink hier drauf. Und da ich nichts dazu spielen kann, spiele ich Helm of the Host. Das Team kann dir halt ganz alleine ein Match gewinnen, ne? Dass es hier kein Thanks gibt, nice, aber es gibt kein Thanks. Das ist natürlich doof. Aber ich habe keinen Mana gezogen dafür. Kein Mana zum Ausrüsten. Hätte ich das Mana zum Ausrüsten gezogen, wäre halt die Idee gewesen. Ich greife trotzdem an. Ich fange jetzt mal an, hier Damage zu machen. Ich kann es dann verhindern, nächste Runde, wenn er angreift. Mir sogar noch Leben dafür zurückholen. Deswegen ist also gut. Soll er einmal angreifen. Ach nee. Reliable into your graveyard, you gain 3 life. Macht er das? Ja, macht er das. War's drin? 2 Länder. 2 Länder, das ist schon ganz schön krass, dass er die wegtut. So, permanent you be dealt to any target this turn. Zack. Zack. By a source of your choice. Zack.
Block. Damage macht nichts. Tschüss. Nein, schon. Ach komm schon. Na gut. Hexproof bei Black hilft ihm, glaube ich, sogar richtig gut gerade. Ich setze übrigens auch Vigilance und Lifelink. Das hilft mir gerade extrem. Weil es eh schon First Strike hat. Und ich weiß nicht, warum er so stehen bleibt. Tut mir leid. Ich vermute, dass irgendwas mit Animationen kaputt. Death Touch spielt bloß eine Rolle. Wenn du mehr Damage machst. Aber sobald ich First Strike habe, macht das mir leider kein Damage. Ich krieg dir das fünfte Mana nicht, um das auszurüsten. Ach komm schon. Das ist doch Mist, ey. Das ist doch übel Mist. Das ist doch übel Mist. Das fünfte Mana für die Ausrüstung von dem kriege ich nicht. Greifst du an? Packst du Star drauf, wenn das 1+1+1 kriegt. Okay. Dann werde ich natürlich das nicht blocken. Bin ich doof. Hexproof von Black. No Block. Doch, ich hätte blocken können, wenn dem hier... Ach, ich bin dumm. Egal. Jetzt habe ich ihm 6 Damage for free gegeben, die er mir machen durfte. Mein Turn. Guck mal. Kopiert jetzt auch das Enchantment? Das wäre übel hart. Wenn es jetzt alles kopiert, was an dem Ding dran ist. Stimmt, geht nur auf angreifende Kreaturen. Ha! Guck mal, jetzt habe ich die doppelt. Aber es kopiert nicht das Enchantment. Damit hat es auch nämlich auch kein Vigilance, sondern nur Haste. Ach komm schon. Was ruckelt das denn jetzt so? Hallo Waschu übrigens, hallihallo. Und der hat aufgegeben. So, ich werde jetzt mal kurz mein Spiel neu starten. Dauert hoffentlich keine 2 Minuten. Weil diese Animationslags, die regen mich ein bisschen auf. Und wir spielen weiter. Haben wir gewonnen. Mit einer Kreatur und einem Artefakt haben wir die Runde gewonnen. Das ist halt krass, mit wie wenig Sachen man hier die Runden gewinnt. Spielst nebenbei Smite, kannst nicht viel schreiben. Okay, alles gut. Ist das auch im Lurk-Modus? War gerade zwischen den Matches, vermute ich mal, demnach. Oder irgendwie noch Feld Champion aus war oder sowas. Opening Hand. Ja. Hoffen wir jetzt, dass wir eine Ebene so ziehen bis Runde 4. Wir haben halt keine Kreatur, die wir spielen könnten. Das sieht besser aus wieder. Keep. Ich glaube, den werde ich nicht brauchen. Wenn ich gewinnen will, brauche ich den nicht. So. Ich bin erstmal hier eine Ebene. Dann wieder. First Strike, ne? Und Hexproof von Black. Das ist halt einfach sehr, sehr gut. Oh, guck mal, Jousting Glance. So. Du hast natürlich gerade Black, das ist wieder optimal. Fällt mir gerade so auf. Oh, wenn er jetzt schwarz und Removal hat, ist das halt richtig kacke für ihn. Und has Menace. Wollen wir ihm Menace geben? Ne, wir wollen glaube ich mehr Druck machen. Genau, wir machen erstmal mehr Druck. Ohne Kick. Ohne Kicker einfach rein da. Der ist nicht Hexproof von Black. Aber dann hast du direkt 5 Damage in der dritten Runde im Gesicht. Oh. Okay. Sehr schön, dass das Hexproof von Black hat. Und der ist schon längst removed worden.
Das mache ich, wenn es wichtig wird. Ich glaube, ich spiele lieber das hier aus. Combat, Attack, All Attack. First Strike Damage, Damage. Er hat nichts mehr, was er spielen kann, sonst hätte es hier unterbrochen, meine ganze Klickerei. Er hat zumindest spielt ein Triple Color Deck, okay. Okay. Das nimmt anscheinend ziemlich viele mit. Ich halte gar nicht für so wahnsinnig schlau. Was war denn drin? Mhm. Ramp-Sachen und ein Land. Combat Attack. All Attack. All Attacker. Lockst du das? Nein, das lockst du nicht. Normalen Damage. So. Damit spielen wir jetzt mal Helm of the Host aus. Ich hätte auch das jetzt zerstören können, also das macht mir 5 Schaden. Außer wir versuchen zu blocken. Wenn wir versuchen zu blocken, dann darf er halt nicht weiter reinhauen, ne? Ah ne, aber das glaube ich, das macht er nicht. Ich glaube, die eine Runde sogar, wo ich einem das Land wegzerstört habe, das hat ihn ordentlich aus der Bahn geworfen. Okay, mit Soul Savage hat er sich jetzt die beiden Ramp-Sachen zurückgeholt. Also da wohl. Ich will ja Multicolor. Multicolor ist hart. Genau, was wurde sich da? Weiß nicht, kann das jetzt schon tappen eigentlich für das Mana? Reveal your hand. You choose an artifact or creature card from it. Lol. Habe ich nicht. Ich habe kein Artifact oder Kreatur, aber der weiß es, was ich auf der Hand habe. Das ist natürlich lustig. Wir spielen das. Um mehr Kreaturen zu kriegen. Guck, guck. Wir machen mal ein bisschen Druck, mein Lieber. Helm of the Host, ey. Das könnte mir gerade das... Das Ding hat ja auch Menace gekriegt. Er kann es gar nicht blocken, solange er nur noch einen hat. Wer bist du denn? Moment mal. Would die instead exile it with 3 egg counters on it. At the beginning of your upkeep, if there is exile with an egg counter on it, remove an egg counter from it. Then if Dungeon has no egg counter on it, return it to the battlefield. Das finde ich uncool. Ich würde trotzdem schnell einfach mit allen angreifen, tatsächlich. Du musst mit 2 blocken. Du kannst ihn nicht mit einem blocken, der hat Menace. Du kannst ihn nicht mit einem blocken. Wenn dann schon so rum. Gegner 2 plus 1? Ja, ne? First Strike Damage. Normaler Damage. GG. Es hat noch 3 Accounts, aber der braucht 3 Runden, bis er wieder da ist. Von daher. Gut. Das Ding ist zwar ganz fies, aber er braucht halt 3 Runden, bis er wieder da ist. Oh, ich muss ein Play. Ja, gut. Hier. Viel Spaß. Kriegst du. Finde ich okay. Zumal ich auch jede Runde eine Kreatur generiere, also. Cool, gewonnen. Also ich würde sagen, dass das Deck läuft tatsächlich ganz gut. Rank up. Finde ich gut. Claim Price. Wir haben gerade 3-0. Wir haben es eiskalt bis jetzt 3-0 gespielt, ja? Das ist deutlich besser als die Runde davor, ja? Also man muss sich schon relativ früh auf eine Farbe festlegen, hat man schon hart gewonnen. Oder auch 2 Farben, dann möglichst. Honeyboo.
Oh, nee, Jungs. Wobei die Combo mit Frenzy Rage und Knight of Grace halt super stark am Anfang ist, ne? Oh, aber ich habe wenig Mana. Aber ich glaube, ich will das trotzdem behalten. Eventuell, wenn ich jetzt wieder wegen Mana verliere, ne? Wenn ich jetzt wieder wegen Mana verliere, wisst ihr, niemals mit 2 Mana auf der Hand nur starten. Es ist einfach zu knapp. 3, 4, alles drüber wäre auch wieder zu viel Mana auf der Hand. Wenn man das zieht. So. Moment mal, war nicht er dran? Ne, war noch am Aussuchen, ne? Ich glaube, ja, genau. Ich war zuerst dran. Hier gibt es ja nicht so viel zu entdecken, außer hier sowas zum schneller machen. Wie bei anderen Spielen. Du hast wieder kein Schwarz, schade, ne? Du könntest es zurückschicken. Das ging nicht, kein Hexproof. Du wirst wahrscheinlich nicht blau-schwarz spielen. Wenn doch, wäre das ziemlich lustig, dass ich jetzt immer, wenn ich das 4 auf der Hand habe am Anfang, gegen schwarze Gegner spiele. Die es dann nicht clearen können, weil es Hexproof gegen schwarz ist. Okay, Navigator-Kombos. Das sieht schon mal nach einem... Okay, er will das die Fähigkeit benutzen. Ich wusste mal, warum ich komme. Aber Navigator-Kombos sieht schon mal nach einem Deck aus, das mehrere Farben hat. Sonst brauchen wir den eigentlich nicht. Okay, und dass es 3 Leben bringt. Greifst du an. Du machst aber nur einen Schaden, ich mach dir 2 Schaden. Ich bin ja theoretisch im Vorteil, wenn ich Menace mache, mache ich sogar 4 Schaden. Oder machen sogar noch anders. Spiel den, ungekickt, dann mach ich dir 5 Schaden. Ein Counter für 1 gibt's nicht. Aber er hat irgendwas. Für einen Mana, was er noch spielen könnte. Also das ist halt ein einfaches Face-Deck, ne, was ich hier spiele tatsächlich. Das funktioniert ziemlich gut. Und der Knight of Grace hat mir halt jetzt, glaube ich, 3 Runden oder 2 Runden zumindest gewonnen von den 3, die ich jetzt habe. Das ist krass. Wenn er mit der nicht angreift und keine weitere Kreatur spielt, gebe ich dem hier Frenzied Rage. Weil dann muss er die nämlich, ja, dann müsste er die nämlich blocken. Was ich nicht kann. Durch Menace. Und der hat wieder all sein Mana verbraucht. Und der hat First Strike. Entschuldigung für die Bonbon-Töne. Aber ich muss einfach wieder einen Bonbon lutschen. Sonst muss ich die ganze Zeit husten. Was kannst du tun? Du kannst das Ding tappen, aber das nützt halt nichts, was Damage-Technik angeht. Weiß-Blau spielt, okay. Ich könnte dann, glaube ich, mal seinen Tendenz zerstören, um 4 Leben zu kriegen, wenn ich irgendwie bräuchte. Und ich glaube, da warte ich lieber, falls er irgendeine gute Artefakt-Kreatur spielt. Da gibt es nämlich ein paar. Das muss man mit beiden blocken. Und ich jetzt ein 4. Tier und das hier on Terra Rings auf den machen kann. Jawohl. Perfekt. Das ist einfach perfekt. Das kann ich mehr blocken dann. Und der hat First Strike. Du bist eine Bordeaux, mein Lieber. Und du hast keinen Counter gespielt, obwohl du 2 Mana hast. Hast du keinen Counter oder willst du keinen Counter spielen? Andere Option wäre hier gewesen, Helm of the House zu spielen. Aber der wollte den halt töten. Das ist übrigens wieder Lifelink, ne? Und Vigilant und so ein Shit. Das ist so eine gute Verzauberung an Sarah Rings. Gibt Flying, Lifelink und Vigilance. Und +1/+1. Das ist einfach. So ein Power Spike für eine Kreatur. Guck.
Komm, spiel bitte eine schöne Kreatur, damit ich die töten. Ein schönes Artefakt, damit ich das dann vernichten kann. Oder eine Verzauberung. Enchanten wäre auch okay. Irgendwas, was den festhält oder so. Dieses Festhalter-Verzauberung wäre auch cool. Komm schon. Du musst die beiden in den rein traden, ne? Wenn er nicht stirbt, nächste Runde. Und er wird wahrscheinlich auch hier gegen den First Strike traden müssen. Und ich merke schon, auf der First Strike Kreatur sind die beiden Verzauberungen trotzdem stärker. Combat Attack. Er muss jetzt alle Kreaturen, die er hat, dagegen traden. Und dann wäre er nicht behalte sogar eine Kreatur. Ansonsten ist er tot. Oder also entweder ist er tot oder hat noch ein Leben. Wenn nicht, also die beiden muss er, sonst ist er sowieso tot. Jetzt kann sich überlegen, ob er ein Leben hat, ein Leben behalten will, oder ob er die auch noch eintraden will. Ja, mein Lieber. Ich rieche den Sieg schon. Und ich hoffe, ich vermute, ich muss ziemlich schnell machen, sonst geht der Sieg kaputt, weil du dann irgendwelche geilen Sachen raushaust. Überlegung, Überlegung, Überlegung. Du hast kein Mana mehr. Das ist egal, ich habe keinen First Strike auf dem. Ja, ist egal. Also ich jetzt trade. So, ich spiele aber den noch aus. Ein Fire Elemental. Oder Fire Elemental auf gut Deutsch. Es läuft einfach ziemlich nice. Er hat noch ein HP, ich werde wohl irgendwoher einen Schaden machen können. Komm schon. Ich hätte wahrscheinlich den Helm of the Host eher spielen sollen, einmal nicht angreifen. Hätte mir vielleicht sogar mehr gebracht. Ich kann jetzt nicht angreifen, weil ich Helm of the Host brauche. Um damit zu dealen. Oh. Das ist natürlich schade. Up to two target creatures can't block this turn. Good game. Submit. Damit geht einer meiner Kreaturen durch, weil er nicht alle blocken kann. Er kann auch keinen Counter, weil er keinen Mana mehr hat. All Attack. Er kann nur noch eine blocken. Genau, GG. Er hat nur noch ein Leben, weil die davor nicht geblockt hat. Er kann nur noch eine blocken. Die Hexproof konnte ich nicht da auswählen, aber die kann nur noch eins blocken, aber nur eins von beiden. Die kann nur noch eins von beiden blocken. Und trailer sie nochmal, aber dann stirbt er. Das war einfach ein übles Face-Rush-Game. Wie zärtlich das macht. Pop! 4-0. Ich bin komplett stolz auf mich. Ich hätte nicht gedacht, dass das Deck so abgeht. Und ich habe jetzt schon 450 Gems und 4 Packs, ne? Also ich habe quasi nur noch 300 bezahlt aktuell. Hier macht man Plus. Bei 6 Wins machst du Plus. Und du kriegst die Packs ja auch noch dazu. Also an Gems machst du dann Plus. Das ist krass. Das ist ganz schön krass. Und diese 2500 Gems, die ich übrigens habe, die habe ich für 5 Dollar oder 5 Euro? Ich glaube 5 Dollar bekommen. Das war so ein Willkommensangebot.
ich glaube, irgendwie 2-3 Packs für $5 und die 2500, oder nur die 2500 Gems. Und die kosten normalerweise, ich glaube, 15 oder 20 Euro, die gleiche Menge. Das ist schon krass, was man damit machen kann. Läuft auf jeden Fall gerade. Freue ich mich. Popcorn holen gespannt mit Fion. Okay, der hat schon einiges gespielt hier mit seinem Rang. Mal sehen, wie es hier läuft. Opening Hand. Die Opening Hand ist nicht gut. Wir haben nämlich keinen frühen Start. Und das funktioniert im Deck, glaube ich, nicht so gut, keinen frühen Start zu haben. Und wir haben noch keinen frühen Start. Ich vermute, das wird unser erster Lose bei der Hand, die ich hier sehe. Oh, vielleicht haben wir doch einen frühen Start. Also wenn er jetzt richtig gut abgeht von Anfang an, sind wir leider am Popo. Ja, er hat einen Ramp und er scheint einen guten Ramp-Start zu haben. Schwierig. Aber er spielt schwarz. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass er schwarz spielt. Weil nämlich was Schwarzes raus soll, ne? Haben wir hier eine bessere Kreatur und also ein Hexproof von Black. Wenn er das spielt in der dritten Runde. Er kann sogar schon in der zweiten Runde. Nee, dritte Runde. Er hat nicht mal ein Land genommen, er hat eine Kreaturenkarte genommen. Er scheint also keine Kreaturen auf der Hand zu haben, großartig. Das ist interessant. Oh, wir haben unseren Power Stone zum ersten Mal bekommen. Knight of Grace. Das ist irgendwie mein Standardstart in diesem Deck. Scry one. Hat eine runter. Ne, hat einer oben gelassen. Eine top, zero bottom. Dankeschön, für mich eine 3-2 mit First Strike. Ich weiß nicht, ob dir das so gut hilft. Ehrlich gesagt. Combat, Attack, All Attack. First Strike Damage. Damage. Und wir spielen den, damit wir mehr Mana haben. Man spielt wahrscheinlich wieder dieses Fungus-Deck. Combat, Attack, All Attack. Das Strike Damage. Free Damage. So, jetzt die Frage. Wollen wir Fies in seinem Forest kaputt machen? Ich glaube, wir spielen lieber den Helm of the Host. Sicherheitshalber. Wenn wir nächste Runde dann Dingens ziehen, können wir den kopieren. Was super stark wäre. Gegen so ein Schwarz-Grün-Deck wieder mal. Ich spiele aber unglaublich viele Schwarz-Decks, ne? Und der spielt wieder ein Multicolor. Das heißt, wenn ich ihm einen so ein Ding kaputt mache, können die ihn das zurückwerfen. Ah, ich hätte ihm das Grün kaputt machen sollen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich muss mal ein bisschen Damage fressen, geht nicht anders. Aber ich will die Kopiererei lostreten. Greifen wir nicht an. Ich kann ja auch kopieren, ohne anzugreifen. Das ist super. Und Seismic Shift werde ich dann wahrscheinlich nächste Runde machen, außer ich könnte das hier holen. Dann könnte ich das dann nämlich weiter kopieren. Was spielst denn du für ein Deck? Kann ich aber nicht holen. Also spielen wir Seismic Shift. Ja. Zerstören ihm ein Grün oder ein Rot? Ich glaube ein Rot lieber. Und du kannst nicht blocken. Und du kannst nicht blocken. Und deswegen greifen wir jetzt mit allen an. Wir haben First Strike. Wie gesagt, wir gain Face.
Auch auf die Gefahr hin, dass wir dann selber ins Gesicht kriegen. Ich habe Healing Grace noch, was mir einiges an Dingens, an Schaden ersparen sollte. Ja, 3 Leben kriegen und 3 verhindern, das ist eigentlich quasi 6 Life, die du kriegst, wenn ein Viech dich angreift direkt. Das ist schon ziemlich nice. Das kann ich sogar beim Traden machen, um das zu verhindern, dass eins stirbt oder sowas. Okay. Resolve. Es ist trotzdem noch. Okay, greift nur damit an. Das heißt, wenn das getappt ist. Und ich hatte Vigilance. Dann tappt er es nicht. Und trotzdem, er müsste die 3 alle traden, damit er blocken kann nächste Runde. Wahrscheinlich würde er meinen Main dann blocken, aber ich denke, ich kann das trotzdem kopieren, ne? Let copy of a creep creature. It's a copy of a creep creature. Greift damit an, dann kann er nicht alle blocken, wenn er mit mehr als den angreift. Erstmal mich auswählen, damit ich das immer noch. Und diese Source. Kommt. Kann ich jetzt töten, den der dann durchlässt, dann gebe ich +2/+2. Er muss nämlich einen durchlassen. Guck mal. Ist ja witzig. Witzig, spritzig. Ja, blockt mein Main, das war klar. Blockt er die anderen auch? Muss er ja, sonst stirbt er. Nein, er muss einen jetzt durchlassen, das ist so geil. Ich habe gerade das passende gezogen. Achso, mein Kumpel hat gerade geschickt, dass er seine Doktorarbeit Disputation durch ist. Hm, du blockst die? Would be a shame if someone happened to the last one. Wieder, Alter, der Knight of Grace. Das Ding ist fucking OP, Mann. Zumindest solange die Gegner schwarz spielen, ey. Holy shit, Mann. GG auf jeden Fall, dankeschön. Der haut hart raus. Das haben wir nur. Dieses eine Artefakt und eine Kreatur, die gewinnen wir den kompletten Games. Das ist einfach komplett irre. Und die Karte kenne ich gar nicht. Creature Return Crossroom from Grave to Your Hand. Okay. Ich stehe auf 5-0. Ich stehe auf 5-0. Wahrscheinlich kriege ich jetzt 3-mal auf die Fresse, aber ich stand auf 5-0. Ah, das wird gerade voll Spaß, das Deck. Das sollte ich mal im Constructed probieren. Einfach das gleiche Deck direkt übernehmen. Oh, der hat angeblich noch kaum was im Draft gespielt. Warum kriege ich den denn? Ja, er beschreit es nicht, ja. Aber kann einfach sein, dass es passiert jetzt. So, die Hand sieht schon wieder nicht gut aus. Ich habe jetzt zwar 4 Mana, aber keine anfänglichen Aggressivität. Oh, guck mal, das sieht besser aus, auch wenn ich ja 4 Mana habe. Ich brauche, glaube ich, kein Clear. In den Clear mal weg. Es könnte ein Fehler gewesen sein. Na, guck mal. Vielleicht hätte ich doch Clear gebraucht. Hallo Chris und Kid. Ah, hallo Chris. Ja, mein Prinz sitzt noch hier. Oder bin ich der Prinz? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich der Prinz bin. So. Wie soll halt lassen jemanden. Wie geht man Sicherheit, dass wir hier nur weiß spielen? Du bist der Prinz, ach so. Ja, danke schön. Da fühle ich mich geehrt. Hallihallo übrigens, dass du wieder da bist. UI Magic? Warum UI Magic? Ich habe gerade voll Spaß mit Magic. Aber warum magst du den Magic nicht? Ich spiele leider kein Schwarz, der Junge. Und der könnte jetzt. Oh, verdammt. Ich könnte jetzt damit natürlich mein Dingens töten. Kann ich nicht mehr angreifen, wenn er nur 2-3er hat. In dem Moment. Du bist Yu-Gi-Oh! Spieler. Ja, man kann doch Yu-Gi-Oh! Und Magic spielen, ja. Aber ich weiß, dass es da eine Rivalität gab. Ist wie Furry und Opel und mag es andere nicht, ja. Ich habe tatsächlich mal versucht, mit einem Kumpel ein bisschen Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Und das nicht so wahnsinnig
Also hat nicht, war nicht gut für mich funktioniert. So. Kann ich angreifen? Mir fehlt mein Duplikationsartefakt. Verdammt. Du hast nur ein Mana. Ich muss wieder aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange zu schnell zu spielen. Das hier, das Ding hält mich halt tatsächlich wirklich davon ab, ihn gerade anzugreifen. Und das, wobei ich so dann einblocken könnte. Okay, das hat jetzt noch schnell gespielt, bevor er dran war, in meiner Endphase. Und hat die Karte, die oben ist, jetzt gezogen und behalten. Ich verliere hier sozusagen zwei Karten diese Runde. Oder kriegt man zwei neue Karten. Revenger Magic ist älter als Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, ob das bewusst ist. Ich hoffe. Muss ich jetzt das spielen? Nein, ich möchte das nicht kicken, danke. Also Magic ist deutlich älter als Yu-Gi-Oh! Magic ist, glaube ich, 1990 oder 89 oder so entstanden. Das siehst du auch an den alten Artworks. Ich könnte jetzt angreifen und dann würde eine von ihnen sterben. Aber auch eine von meinen. Wahrscheinlich eine von den beiden. Nee. Brauche ich mal ein Duplikationsartefakt oder irgendwas Dickes? Mit dem hier kann ich ihn jetzt angreifen. Außer er schickt das jetzt irgendwie wieder zurück. Dann habe ich auch Vigilance. Mit dem kann ich eigentlich. Kann mit den beiden angreifen, weil der Vigilance hat eh. Aber er wird wahrscheinlich gleich Clear haben, oder? Entschuldigung fürs Schnalzen. Combat, Attack. Er hat noch zwei Mana. Bei any target this turn, by a source of your choice. Ich kann er sogar auf Zauber machen, ne? Healing Grace. Ich muss jetzt eine Kreatur opfern oder die drei Schaden gehen durch? Okay, drei Schaden gehen durch. Das finde ich okay. Oder machst du noch was? Dann spiele ich den. End. Ach komm, du gehst mir hart auf den Keks, Mann. Fucking Flying Wizard +1/+1, wenn man einen Zauber spielt. Ah, das könnte mein erster Tod sein. Ja, er ist vielleicht fliegen, da kann ich nicht blocken. Gibt ihm einfach Damage. Das benutze ich noch nicht. Oder greift er doch nicht an? Warum greifst du nicht an? Wenn er nur damit angreift, gibt es keinen Grund für mich, irgendwas zu ändern. Artifact or Enchantment. Combat, Attack. Kriegt man den beiden an. Achso, er musste Mana bezahlen zum Angreifen. Deswegen. Das sind eigentlich nur defensive Sachen gerade, die ich habe, um mich abzusichern. Ich will jetzt einmal nicht die Combo. Also Knight of Grace gegen Schwarz mit dem Verdopplung ist halt übel hart. Menace, okay. Resolve. Hi, jetzt kann ich hier das Enchantment töten. Sobald ich die Chance kriege, was zu machen. Aber erst nach seiner nächsten Aktion, glaube ich. Ich hätte das jetzt nicht machen dürfen, weil das ist noch nicht auf dem Spielfeld gewesen. Deswegen konnte ich das noch nicht spielen. Aber niemand, wo er angreift, kann ich das spielen. Hier kann ich es spielen. Vielleicht noch ein Counter? Wir können noch einen Counter haben. Ja. Gerade den Counter. Schade. Das ist leider das Blau-Rot-Deck. Counter und doch ziemlich starkes Face. Ich warte, dass er angreift, damit ich das hier machen kann. Nicht daran. Nein, nein, falsch rum.
mach's immer wieder. Ja, noch ein Counter? Jack it up. Jetzt habe ich nichts mehr auf der Hand. Ich müsste jetzt was Gutes ziehen. Kann ich den kickern? Ich habe nur 6, ne? Ich kann den nicht kickern. Der hat 4 Blockkarten. Wir können ihn jetzt 1+1+1 geben, mit dem er irgendwas spielt. Ich brauche noch einen Mann, um den zu kickern. Das wird hart. Wenn er irgendeinen Zauber spielt, den zum Beispiel, kriegen alle +1/+1. Den schickt er zurück. Den sogar. Das heißt, er kann jetzt aber ganz entspannt den blocken. Ohne dass die Kreatur stirbt. Mach so einen Doppelblock. Raus. Oh shit. Ja. Ich spiele ihn ja wieder aus. End. Oh, ich hätte ihn kickern können damit. Ich bin doof. Einen Powerstone vergessen. Ich hätte ihn kickern können. Aber hält er seine kompletten anderen? Defender versus all other abilities. Oh, übel. Ganz übel. Jetzt habe ich eine 0-4er Wand. Eingefroren. What? Warte mal, ich könnte einen Doppelblock mit First Strike machen, dann wäre der tot. Ich bin blöd. Weil die beide zuerst Damage machen. Ja. Gut, dass ich nicht gedoppelblockt habe. Jetzt kann ich den halt kickern. Ich kann ihn aber nicht vernichten, in keiner Weise. Und er hat noch 3 HP. Er kann mir 4, 6, 8 Damage machen, außer er hat noch irgendeinen direkten Schadenszauber, bin ich tot. Okay, jetzt machst du mir 9 Damage. Noch so ein Ding? Dann bin ich tot. Leider nützt das nicht viel mehr. Das habe ich ihn zum ersten Mal gespielt. Wow, es ist unspektakulär. Ich kriege durchaus noch ein bisschen Leben. Ah ne, er kann mich einfach töten. Good Game, er hat 2 Fliegende, die ich nicht blocken kann. Da war ein erster Loose. Weil ich den Anfang, der hatte am Anfang zu hohe Karten, um da anzugreifen, tatsächlich. Zu viel Leben hatten die Karten. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich beschreie es, ne? Dass ich jetzt ordentlich auf die Nase kriege. Aber ich sage mal, 5 Siege ist schon, bin ich generell zufrieden damit. Ich glaube, im Hearthstone bin ich auch maximal auf 7 Siege gekommen von 9 oder 12, die da gingen. Wo man abstrus viel Ressourcen dann bekommen hat. Wildcards can be redeemed in your collection for cards of the same rarity. Ich vermute ja tatsächlich, dass du Leute im Draft kriegst, die auf dem gleichen Stand sind mit ihrem Deck. Sprich, wenn ich jetzt einen 5-0 stand, habe ich auch gegen den 5-0 Gegner gespielt. Wodurch natürlich dann entsprechend starke Decks gegen mein Deck antreten. Opening Hand. Die Opening Hand ist wieder nicht gut. Die ist nicht gut. Muss ich einfach sagen. Und Niederlage ist ein Triumph nicht zu schätzen. Jetzt kommen ja aber die deepen Sachen. Oh. Die Hand wäre okay, wenn ich einen Mana mehr hätte. Ein Mana geht halt gar nicht als Stellpunkt. Ja, wow, jetzt müssen wir uns damit abfinden. Geht nicht anders. Dich brauchen wir nicht. Danke.
Aber zweimal eine Karte wegwerfen zu. Also die Hand plus eine Karte weniger ist halt. Das wird ein super hartes Game jetzt. Wenn nicht sogar unmöglich. Einfach nur, weil ich wenig Nachziehmöglichkeiten habe. Nee, du bist kacke tatsächlich gegen mich. Okay, ich könnte hier tappen, aber das ist ja halt komplett useless. Ich habe auch keinen Mana gezogen. Ich vermute, er tötet mich, bevor ich sinnvoll auf Mana gekommen bin. Oder hat zumindest so viel auf dem Feld dann, dass er mich töten kann. Das war gar kein guter Start. Ich hatte halt 5-mal richtig guten Start. Ja, das ist eine gute Curve. Kann nichts spielen. Ich bräuchte jetzt noch einen Mana, damit ich überhaupt irgendwas spielen kann. Ich habe gerade Amarite Wall gelesen. Aber Amarantine Wall. Das tut weh. Aua. Schnell ist auch ein First Strike. Versuche ich jetzt mein Leben zu schützen oder versuche ich ihm was zurückzunehmen? Ich denke, ich versuche erstmal mein Leben zu schützen. Problem ist, wenn er Mana übrig lässt, kann ich den gar nicht blocken. Da gibt es zu viele Zauber, die ihm auf eine 6 Angriff bringen. Und ich habe noch nicht die Unzerstörbarkeit von dem Ding freigeschaltet. Also freigeschaltet schon, aber ich habe nicht 2 Mana, um es zu aktivieren. Deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht mehr blocken. Wenn ich nächste Runde aber 2 Mana übrig lassen will, wird das hart. Oh, das ist ja dann gedauert, das ist so. Each creature control that's a fungus ist ja wieder ein ganz +1/+1. Ich weiß erstmal, ich kann leben. Das ist ein Sorcery. Ich könnte den spielen, will ich aber gar nicht. Ich pass meinen Turn einfach. Ich kann jetzt nämlich blocken, ohne dass das Ding zerstört wird. Bei 2 Mana. Spielst du jetzt was? Oder machst du mir einfach so 5 Schaden? Dann machst du mir einfach so 5 Schaden. Shit. Das war echt ein schlechter Start halt einfach. Ach, das hätte ich letztens. Nee, das ist ein Sorcery. Hilft nur da nichts. Bin trotzdem tot. Das war einfach zu schnell, die Runde. Für das, was meine Hand anfing am Anfang. Good game. Warum ist jetzt nach oben gegangen? Ist doch Quatsch. So. Letzte Runde unter Umständen, auch wenn ich das wieder beschreie. Ich hatte einfach am Anfang extrem viel Glück, was meine Starthand anging. Ist halt schon extrem, wie viel das ausmacht in dem Spiel. Oh, hier wieder irgendwie. Ist das Silber oder ist das schon viel höher? So ein Tybi. Okay, hier haben wir wieder. Hoffen wir mal, dass wir spätestens in der dritten Runde ein Mana ziehen. Das kommt von der Statistik auch eigentlich her. Weil wenn wir 2 normale Karten ein Mana ungefähr drin haben, also eine aus 3 Karten ist ein Mana. Sozusagen statistisch müsste man alle 3 Runden im Durchschnitt ein Mana ziehen. Ups. Er sucht noch aus. Und am besten wäre es dann bitte ein rotes Mana, damit wir das Fervent Strike auch benutzen können. Oder den Power Stone Shard. Das ist halt auch okay. Er holt sich direkt wieder irgendeine Kreatur oder ein Land.
Den Trample, der für angelegte Verzauberungen mehr kriegt. Scheint also ein Grün-Rot-Deck zu sein, dann nützt mir leider mein Hexproof wieder nichts. Plus 2 plus 2 für jede angelegte Aura. Frisch. Und Equipment. Ich, der wird es eine 4-4er. Ha. Would be a shame if something would happen to it. Hörst du an? Komm schon, greif an. Oh, so schön. Block. Komm schon, ich will noch was spielen. Hast auch noch irgendwas anscheinend. Kuckuck. Ich habe First Strike und bin unzerstörbar. Hat gerade eine ganze Runde dafür verschwendet und zwei Karten, weil das Ding hat er mit einer Karte gezogen, ne? Und ich habe aber leider keinen Mana. Scheiße. Ich zieh wieder das Mana nicht, was ich brauche. Wenn ich nur einen Mana gezogen hätte, hätte ich einen Power Shot. Dann könnte ich auch die anderen Sachen spielen für 4 Mana. Oh, sehr schön. Ja. Power Shot. Ich greife nicht mehr an. Ich nehme die 4 Damage, die du als nächstes mir gibst. Dann kann ich zum Beispiel auch Sarah Wings spielen. Dann hätte ich nämlich Vigilance und Lifelink, was mich übel voranbringen würde. Ja, equipped ist okay, ich krieg 5 Damage. Stimmt. No Blockers. Das blocke ich dir nicht. Aber eine 3-3er mit Lifelink bringt mich halt schon ziemlich voran. Deswegen spiele ich das jetzt auch. Denke ich. Ja. Vor allem mit Vigilance. First Strike, 3-3er, Vigilance, Lifelink. Ah, hast du noch was zum Clearen? Ach komm. Ach komm. Er hat den perfekten Counter. Ah, fuck. Dass sie halt fighten kann überhaupt, obwohl die getappt ist, das ist halt. Ah, Regeln. Regeln, Regeln, Regeln. Das ist fies, das Ding. Das sollte ich auch öfter nehmen, wenn ich grün spiele. Ja, outscaled mich oder outpaced mich gerade. Leider Gottes. Direct Artifact Card from the Graveyard. Muss wohl mal eine Fury Intervention machen, glaube ich. Wenn ich nicht noch mehr Übel Damage kriege hier. Dann wird es halt auch die anlegen jetzt. Kostet halt nicht so viel. Ja, dann nützt der mir nicht viel, weil er zu schwach ist aktuell. Ja, sag ich, dann wird es die anlegen. Oder zumindest bin ich nicht in 2 Runden tot, sondern in 3. Uncool. Uncool. Dass Grün-Rot so übel überrennen kann, ist schon hart. Grün-Rot ist eigentlich auch ein ziemlich gute Kombo für Face-Game. Mein Weiß ist so ein halbes Control-Deck bisschen. Ach komm, schon. Kann ich aufgeben, weil dann kann er mit beiden angreifen und hat 6 Damage.
Sag er, dreimal richtig auf die Fresse gekriegt. Ich soll der Hellseher werden. Aber es ist trotzdem, 5-3 ist trotzdem ziemlich ordentlich. Ich habe nur 100 Juwelen bezahlt, um das zu spielen. Was Spaß gemacht hat, wo ich Gold bekommen habe. Von daher alles gut. Alles fein. Die Rattenkolonie. Ah, guck mal, du. Das hat bei dir schon doppelt, glaube ich. Ich will mal gucken. Ich habe bestimmt jetzt hier eine schöne neue Decksbahn.